von der klöpfigen Glocknummer jetzt zu etwas Feinem, Sinnlichem, ganz und gar Ästhetischem. Was jetzt eben gar nicht heisst, dass es nicht total anspruchsvoll und anstrengend ist, was uns hier die armenische Artistin Leysa Khachatryan in luftiger Höhe präsentiert. Ihr Seil ist auf 10 Meter Höhe gespannt und dort vermischt sie in ihrer Darbietung zwei Disziplinen. Der Hochseilakt mit dem klassischen Tanz. Rolf Knie, es scheint so ein wie ein Trend zu sein. In den letzten Jahren hat sich das entwickelt, dass verschiedene Disziplinen miteinander vermischt werden. Muss am Schluss jeder Artist alles darbieten können, um so konkurrenzfähig zu bleiben? Nein, aber ich glaube, man muss neue Wege gehen. Und es sucht natürlich jeder Artist neue Wege, für gute Engagement zu bekommen. Und ich finde das auch wichtig. Kräfte braucht und ein Balanceakt ist, kann das überhaupt alleine nachvollziehen, was das bedeutet? Nein, das ist ja auch die Aufgabe der Jury, den Schwierigkeitsgrad und Präsentation zu beurteilen. Und wenn das beides stimmt, dann gibt es 10 Punkte. Und hier ist einer der Schwierigkeitsgrad hoch gewesen, doch Präsentation könnte noch ein bisschen besser sein. Hoch ist auf jeden Fall auch seilig gewesen, 10 Meter hoch. Braucht es das eigentlich? Das ist eine Auffassungssache. Ich habe es gern, wenn es nicht so gefährlich erscheint. Die Leute haben gern zum Teil, dass es immer Gefahr dahinter ist. Doch ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man den Tod hinter jeder Aktion sehen will. Da haben wir Tagesschau und da sieht man Blut, Mord und Totschlag.